Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben Bandfreunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Zusammen mit Miri und von Blau, mit Blauli, Entschuldigung. Folio. In der letzten Folge ist eigentlich nicht besonders viel passiert, wir waren relativ unproduktiv. Wenn ihr euch trotzdem dafür interessiert, was passiert ist, dann schaut gerne bei Miri vorbei. Und ja, allgemein, Blauli hat heute schlechte Laune, ich weiß nicht warum, aber anscheinend hat Blauli heute schlechte Laune. Dementsprechend, lasst euch da nicht zu sehr dran stören. Mhm. Ich habe keine schlechte Laune. Ja, ja, ich auch nicht. Ist schon alles gut, ist nichts Schlimmes passiert. Nein, nein. Kann mich an alles gar super. Nichts erinnern, was schlimm gewesen wäre. Außer, dass die Hälfte unserer Dinos nicht mehr lebt. Die sind ausgezogen. Vielleicht solltet ihr doch bei mir in die Folge schauen. Also ich gebe aber zu, diesmal bin ich nicht ihr schuld. Ich bin nicht schuld. Nee, in dem Fall war Miri schuld. Glaube nicht. Jemand muss schuld sein. Ich war es ja ganz sicher nicht. Blaudi hat schon als Erste gesagt, dass es nicht war. Also. Die Mauer. Ja, da müssen noch Tore rein. Jetzt lass mich. Was ist das? Eine Mauer. Also ich sag so viel, Leute. Amerikanischer Präsident für mich kein Problem. Ich krieg Mauern gebaut. Ich schaff das. Es hilft aber nichts. Ach, du machst auch oben rum. Ich hab oben an den Stellen, wo sie durchfallen könnten, habe ich auch schon für gesorgt, ja. Okay. Im Übrigen sind innen drin noch zwei Mantis. Ist nur einer gestorben. Beinahe. Wie denn das Schlimme ist, ja. Dass diese beiden hier weiblich sind. Wir brauchen also einen neuen männlichen. Mantis können nicht paaren, soweit ich weiß. Okay. Müssen allgemein immer aus. Oh nein, Fall. Das war doch dieses Passiv-Zähmen, oder? Bei yes. Von oben auch die Mauer. Ich glaube, mein grüner Flug. Das war Vögelchen, mein grünes Flugding, was gestorben ist. Gut, dass ich ein neues gezähmt habe, auch wenn es nicht mehr grün ist. Auch wenn du nicht weißt, wo du es hin hast, meinst du? Wir brauchen. Nee, ich hab's doch gerade hier wieder in die Höhle gebracht. Wir brauchen massig neues Metall. Und mit massig meine ich wirklich massig. Und jetzt werde ich euch heute mal zeigen, wie wir neues Metall herbekommen. Und zwar auf einem relativ schnellen Wege. Und zwar benutzt man dafür unsere gezähmten Argis. Wir nehmen unsere gezähmten Argis von vor einer Stunde, von einem Tag. Und erst einmal. Ja, darfst du nicht nehmen, das ist meiner. Das ist mir. Dann pfeif ja mal weg, weil ich pfeife jetzt einfach jeden, der in meiner Flinte ist und dann passt die ganze Geschichte. Ach, hier ich glaube, ja hat Blauli schon irgendwo, drin. Oder? Nein. So. Okay, ich habe ja gepfiffen. Gut, also. Die brauchen wir. Komm mal her, ja, ich mach dir einen Sattel. Wir brauchen mal einen Quetzel. Du musst ein bisschen höher fliegen, um über die Mauer zu kommen. Ja. Oh Mann. Wenn ihr sowas macht übrigens, schaut da bitte immer, dass ihr eure jeweiligen Argis auch alle im Blick habt einmal. So. Warum müssen die dich angucken, damit die wissen, was sie zu tun haben? Nee, oder? Aber damit du sie nicht, wenn du mehrere als einen in deinem, hinter dir herfliegen lässt, dann solltest du schon danach schauen, dass du möglichst die Argis, die potenziell in deiner Nähe sind, auch alle im Blick hast. Dass du wenigstens weißt, dass sie nicht abhauen. So nach dem Motto. Weil sonst werden aus 6 Argis auf einmal 5 Argis und auf einmal 4 Argis und dann hast du auf einmal zu wenig Argis. Wait a minute, ich habe den zweiten Giga gefunden. Erzähl jetzt nichts Schlechtes. Er ist hinter unserer Schlucht bei der Tamebox. Also er ist wirklich auch nur 3 Meter von unserer Base entfernt. Okay, das ist ja nicht schlimm. Das hat er letztes Mal schon nicht für Probleme gesagt. Das soll's. Vor allem, wie kannst du den nicht sehen? Du stehst direkt daneben. What the fuck? Wo? Der ist da direkt links in unserer Tamebox am Anfang. Du bist an ihm vorbeigeflogen. Ach so. What the fuck? Ich habe halt nicht drauf geachtet. Oh ja, gut. Das könnte man. Ja. Lauli, die Argis mitfüllen. Nö, das ist dein Job. Du hast deine eigene Vögelchen, ich habe mein Vögelchen. Lauli McMauli, mach bitte die Argis mit voll. Ja, aber die sind nicht in meiner Nähe. Die sind direkt neben dir, du Keck. Wo? Hier oben. Guck mal, die sind da oben in der Luft, da kommen die ran. Ach, Multiply, okay. Landen die jetzt alle, oder was? Ja, ich pfeife die gerade, dass sie landen sollen. Kannst du aussuchen, wo die landen sollen, oder was? Ne, die landen dann halt an der nächsten Stelle, wenn sie jetzt Leertaste drücken würden.
Deswegen. Kannst du auch ganz normale Steine und so weiter mitnehmen übrigens, ne? Hab ich alle weggeschmissen. Ja, aber jetzt ab sofort. Wir werden die ja nicht so schnell vollkriegen, alle. Na, wer weiß. Kriegst ja normales Metall als auch Steine aus den normalen Steinen raus. Ja, ja, ich sag ja, ich habe die Steine alle weggeworfen, weil... Ja, ja, ist ja auch richtig. Normalerweise, aber wir haben jetzt so viele AGs gerade momentan dabei und wir brauchen sie sowieso potenziell in der Zukunft. Wo seid ihr denn hin? Wir sind oben neben unserer Tamebox an dem Berg und sammeln da theoretisch Rohstoffe. Da, wo der Giga ist? Genau, da, wo der Giga ist. Wir haben uns gedacht, wir lassen den Giga mal in unserer Nähe, falls wir ihn mal brauchen für schlechte Zeiten. Genau, für schlechte Zeiten, genau. Peitschst du die Dinos? Nee, die Blumen. Ich kann damit die Items nein. aufheben. Nein, guck mal, dein Kind ist hier. Nein, der ist schon weg. Mist. So, Quetzel natürlich noch dabei haben, ist Kopie. Auch noch hilfreich. Meinst du eins Kopie von nein? Quetzel kann mehr tragen als unsere Agis. Okay. Vor allem, weil es ja ein relativ hochleveliges Quetzel war. Und das ist übrigens nicht gestorben. Wisst ihr, warum unser Quetzel nicht gestorben ist, Leute? Nein, weil es sich nicht im Kampf eingemischt hat. Oder weil es in der Höhle gestanden hat. In der Höhle stand in unserem Hause drin. Da, wo kein Dino sein soll, denn die machen nur Klimbim. Genau, da drin stehen die nur im Weg. Stell sie lieber nach draußen, wo sie sterben. Aber draußen sind auch nur die auf der anderen Flussseite gestorben. Mhm. Ja, halt da wo sich der nicht dran getraut hat, an die großen, starken Dinos. Ja, eben, die großen, starken Dinos wäre zwar schneller gestorben, aber da hätten wir die Dinos auch verloren. Oder vielleicht auch nicht, wenn da fünf... Wenn da der Dodo-Rex mit draufgehauen hätte und Co. Die wären alle von derselben Stelle gekommen. Ein Biss hätte AOE-Schaden gemacht. Jeder hätte den Blutungseffekt gehabt. Der dritte Biss hätte sie alle getötet. Ich denke, du lügst. Ich denke, so könnte das ablaufen. Es könnte auch anders sein. Also wir können nur hoffen, dass es nicht so wäre. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Was war das überhaupt für ein Level? Ich hatte ja nicht mal die Zeit, mir das Level von dem Giga anzugucken. 46. Oh, der war noch low und hat trotzdem alles weggeschnackt. Ja, dass der dann so ein Dodo wegsnackt, ne? Nein, Dodos sind krass. Ja, nein. Irgendwie nicht. Nur weil du ein Dodo-Hasser bist. Ja, selbst wenn ich kein Dodo-Hasser wäre, hätte ich die Weitsicht, Dodos nicht als krass zu bezeichnen. Katze, der Dodo-Hasser. Außerdem ist es kein Hass, wenn es begründeter Hass ist. Dann ist es kein Hass, sondern begründeter Hass. Mensch. Nein, ich bin menschlich Katze. Menschlich ist es dann. Yes, yes, yes. So ist es nämlich. Kann mir mal jemand einen Agi hier? Scheiße. Bin überladen. Da 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 dam dam da 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 dam. Da 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 da. Kaputt. Kaputt. Leder. Warum habe ich denn hier 100 Leder? 1000 Leder. 10.000. Weil das Viecher viel Leder geben. So. Das hat mein Agi vollkommen überladen und bewegt sich nicht. Brauchen wir noch Leder so viel? Nee, ne. Verteil doch einfach mal dein Zeug auf die anderen Agis. Kann ich ja nicht mehr. Ich bin festgestuckt, weil ich mich da nicht mehr in die Nähe komme. Wie weit bist du denn weg? Ein Stück halt. Ein Stück halt. Oh, Leute, seht ihr das? Da vorne ein Pferd. Ich hab nicht getroffen. Es darf weiterleben. Ist jetzt legitim. Ich hab das Pferd nicht getötet. Ich bin äußerst beschämt darüber. So, wir geben ihm das ganze Zeug noch mit ins Inventar und ab jetzt füllen wir die anderen Dinos und benutzen das Quetzel nur noch zum Hin- und Herfliegen. So, die Dinge, die sich so spät aufbauen, sind meistens Steine, die wir abbauen können. Beweg dich. Ich muss gerade überlegen, wo Katze sich hingesetzt hat zum Farmen. Bewegung. Oh, hi, Blauli, was geht?
Wo? Hai. Wo Hai? Wo ist der Hai? In der Höhle sind unsere Haie. Wo ist es blub, nämlich? Blub. Da ist Lieselotte, Chantal und so weiter. Ja, vor da würde der Giga reinfallen. Würden ihn essen, der kann ihn ja nicht werden, ich weiß nicht, ob der Giga, doch der Giga würde auch gewinnen in dem Fall, der Blutungseffekt. Ja, aber kann er überhaupt angreifen, während er schwimmt? Ich glaube ja. Vielleicht sinkt er einfach zu er Boden. Er müsste angreifen kann können, kann ein solange Giga schwimmen? Ein fremder Giga, ja. Unser Giga würde in einer Zeit absinken, weil er nicht mehr genug Ausdauer hätte. Wenn ich einen Sattel baue, den auf den fremden Giga draufwerfe und mich draufsetze. Dann bist du Cowboy Miri, aber trotzdem tot. Nein. Cowboy Miri. Klingt doch schön an, Titel. Den sollte man sich unbedingt. Giga. Wer kann sich länger halten? Wir machen einfach Giga-Liegen-Kämpfe. Inwieweit dürfen wir daran Modifikationen vornehmen? Okay, danke. Ja, wie weit darf ich den Giga modifizieren vorher beim Rodeo? Gar nicht. Du musst einen wilden Giga nehmen. Ja, okay. Den du noch nie davon gesehen hast. Du darfst ihn nicht kennen. Ich darf ihn nicht kennen? Okay, krieg ich trotzdem hin. Ich gebe ihm einfach vorher einen Headshot. Das nützt ja nichts. Doch, klar. Einer reicht ja nicht. So tot am Boden. Das andere Ding geschossen. Ich krieg irgendwann so eine Flinte gebaut. Try me. Die Gigas one-hitten in ihrem Leben. Die macht Musik. Die. Das war der Dodo-Beat. Utz, 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 die Dodo-Dodo. Bei dem Dodo-Beat, wo jeder mit Miet muss. Ach du Heiliger, heute bist du richtig unter die Rapper gegangen. Blauli MC, ja, oder? Aber Lou, ich kann nicht mehr reden. Blauli MC, Junge. Bin einfach noch viel zu schockiert von dem, was hier heute passiert ist. Wieso, hat Miri nicht gekocht? Och, der Giga ist ja in der Tamebox. Das war meine Hauptinfo. Das war meine Hauptinfo vorhin, dass er direkt an unserer Tamebox steht. Ja, an, aber richtiger der ist ja Dulli. Schon fast drin. Guck mal, der steht mach ja doch mal die Tür Tor auf und warte. So. Der wartet, bis er abgeholt wird. Der wartet, hallo, jetzt würde gerne irgendwas Cooles machen, könnte mich hier wegholen. Ja. Der steht hier halt in der Schlucht. Vielleicht wollte ihn ja töten. Wieso? Die sind doch lieb. Die tun doch gar nichts. Ich hasse Gigas. Die machen mich wütend. Verstehe ich nicht. Ja, ja. Was ist ein Trike? Trike hat einen Strike. Das kaputt. Das kaputt. Und jetzt kann ich nicht mehr laufen. Oh doch, ganz knapp noch. Ganz knapp können wir noch laufen. Dina Fanda, 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 faszinierend, 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 faszinierend. Was? Bei Louis hat dir eigentlich inzwischen jemand geholfen. Wobei? Ja, als du dich festgestackt hattest, da hängst du immer noch irgendwo rum. Nö, ich habe Sachen weggeschmissen. Achso. Dann ging das easy. Gar kein Lauchbrötchen. Problem. Die ganzen Agis, die hier rumstehen. Wieso Hühner? Wieso Hühner? Ja, Riesenhühner sind das. Riesenhühner. Ja. Ganz viele Riesenhühner. Kannst theoretisch, wenn du möchtest und die Riesenhühner von ihrer Polizei, genau, von ihrer Aufgabe teilweise befreien möchtest, kannst du gleich eine Ladung von ihnen schon mal mit nach Hause pfeifen. Ja, wenn du mir sagst, welche ich mitnehmen soll. Ich guck gerade, welche ich von denen gerade voll bekomme auf die Schnelle und dann schaffen wir das irgendwie. Der Agi-Express zurück nach Hause. Agi-Express. Agi-Express. Oh, das ist aber, ich muss mal sagen, ich war nicht in vielen Musicals, ne? War echt nicht in vielen Musicals, aber ich fand Starlight Express fand ich nett. Alleine, dass du bei uns in der Nähe in den Musical gegangen bist für Starlight Express und nicht bei euch, ist schon witzig. Wo soll man sonst in Starlight Express gehen? Ja, das gibt's ja nur bei uns. Ich weiß nicht, ob ich bei euch geguckt habe. Wie viel Musik war Katze denn schon mal drin? Ja, Katze, das gibt's nirgendwo anders. Gab's das nicht eine Zeit lang in Hamburg? Nein. Sicher? Ja, gut, dann war's bei euch. Das kann sein. Gibt's nur in Bochum. Da haben sie doch extra das Ding für gebaut, die Arena. Genau. Ich war da mit meinem Vater. Der hatte mich da hingebracht. Beziehungsweise der wollte das angucken. In wie vielen Musicals ich insgesamt war, also in aufwendig produzierten Musicals, nennen wir es mal so,
also in richtigen Musicals auf gut Deutsch. Ja, ja. War ich, ich war in London, in Cats. Dies. War eine schreckliche Vorstellung für mich, weil das Theater unglaublich klein war und ich damals noch diese extremsten Probleme mit meinen Knien hatte und die Reichweite meiner Füße nicht lang genug war, weswegen ich dann nach einer Zeit fast ohnmächtig geworden bin wegen den Schmerzen. Und der nette Mensch neben mir war sehr englisch, bedeutet, immer wenn du den angeguckt hast während der Vorstellung, hat er versucht, krampfhaft wegzugucken. Ich wollte eigentlich nur, dass der aufsteht, damit ich raus kann, das war ihm aber komplett egal. Netter Typ. Du kannst vielleicht Argentavis und Argentavis, die drei hier vor dir, kannst du mitnehmen. Drei? Ja. Okay, das kriege ich hier. Das Schlimmste in London, fand ich beim Musical, waren die Leute, die hinter dir saßen und Chips gegessen haben. Chips oder Fish and Chips? Nee, Chips. Die saßen hinter mir unterm. Okay, ja gut, das ist. Total nervig. Und dann einer vor uns beim letzten Lied ging das Handy an und er hat es einfach klingeln lassen, das ganze Lied lang. Das war auch geil. Ja, was ist denn da, also, was ist denn da eigentlich die freundliche Variante? Wegdrücken, ne? Einfach, wenn du es schon anhast, wegdrücken und danach stumm schalten. Ja, ja, aber nicht klingeln machen lassen, während ich ein Musical höre. Dann will ich nämlich nicht seinen Klingelton hören. Eigentlich. Ich meine, Miri und ich waren mal in einem sehr teuren Musical drin, saßen in der dritten Reihe, nee, zweite Reihe, ne? Ja. Und da waren so dumme Schachteln, die in der ersten Reihe saßen, die auf einmal angefangen haben zu labern die ganze Zeit. Da haben wir irgendwann gesagt, ich hab gesagt, wenn ich dafür Geld zahle, euer Gelaber zu hören, ne? Dann könnte ich mir eine Sitcom angucken. Da waren sie dann auch ruhig. Aber auch, da schalten sich bei mir immer die Geister, was das angeht. Meine Schwester auch im Kino zum Beispiel, das Verhalten. Also eine Musical von meinen kannst Schwestern. Kannst du nicht reden. Sagen. Das macht man nicht. Denn das Musical kostet 100 Euro. Und ich zahle doch nicht 100 Euro, damit vor mir alte Schachteln sitzen, die sich darüber unterhalten. Ja, die haben sich, glaube ich, nicht mal über das Musical unterhalten. Nein, haben sie ja nicht, genau. Ai. Leute, wenn euch die alte Schachtel davon noch mehr erzählen soll, dann schaut morgen gerne mal bei mir vorbei. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao. Tschüss. Bleibt schön feurig.